hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung. Wir sind hier im Audimax und im Audimax findet gerade eine weitere Aufführung der University Players statt, der englischen Theatergruppe. Wir machen weiter, das kommt doch. Sehr authentisch. Der englischen Theatergruppe vom Fachbereich Anglistik und ich habe als Gäste heute hier die Regisseurin und zwei Schauspieler. Moin, wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal vor. Hallo, ich bin Johanna, ich bin die Regisseurin. Soll ich noch mehr sagen? Nein, erstmal nur. Okay. Erstmal einmal die Runde. Ich bin David, ich spiele die Kreatur. Und ich bin Marc und ich spiele Captain Walton und Alfons Frankenstein. Dazu muss man sagen, welches Stück führt ihr auf? Wir spielen Frankenstein, allerdings in einer eigenen Adaption, die also sehr unterschiedlich ist zu dem, was man vielleicht erwarten könnte. Also ihr haltet euch nicht direkt an die literarische Fassung, sondern ihr habt, wie soll ich sagen, zum Teil modifiziert. Also sie ist Vorlage auf jeden Fall, aber wir haben wirklich ein sehr, sehr eigenes Stück daraus geschaffen. Also es gibt einige wenige Sätze, die wirklich original aus dem Roman übernommen sind, aber die allermeisten sind von uns. Aber ansonsten haltet ihr euch eng am Text oder an der Handlung generell oder habt ihr euch da was? Auch das nicht. Es gibt im Original bei Mary Shelley eine Rahmenhandlung eben um Kapitän Walton, der mit einem Schiff auf Expedition ist. Jetzt nehme ich wahrscheinlich alles vorweg, was du sonst gleich erzählen würdest. Das ist bei Mary Shelley eine Rahmenhandlung, die quasi eine Spiegelung ist. Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein. Ganz genau. Eine Spiegelung zu der Hauptgeschichte. Und in beiden Geschichten geht es eben darum, wie weit darf Wissenschaft gehen, kann Wissenschaft zu weit gehen, was sind die Grenzen. Und wir haben daraus sehr viel mehr gemacht als eine Rahmenhandlung, sondern eine zweite Ebene, die permanent präsent ist auf der Bühne. Das heißt, die ganzen Seeleute sind die ganze Zeit auf der Bühne zu sehen und greifen ein in die Frankenstein-Geschichte, unterbrechen, kommentieren und spielen andere Figuren, die vorkommen in der Frankenstein-Geschichte und führen sie so weiter und erzählen somit diese Geschichte mit und verändern sie auch. Ja schon sehr viel erzählt. Also ja, wenn man das Stück sehen will, wann führt ihr denn überhaupt auf? Testfrage, wunderbar. Ja, okay. Das ist gefährlich. Okay, ich frage dich gleich was anderes. Du kannst ihn das ruhig fragen. Also ich möchte jetzt auch die Antwort hören. Also das erste Mal führen wir morgen am 24. auf, die Premiere. Und dann folgen noch 11 weitere Vorstellungen. 11 Aufführungen. Ja, genau. Das ist richtig, bis zum 6. Februar. Zwischendurch sind einige Pausen, das heißt, sich informieren vorher, ob gespielt wird, ist eine gute Idee. Und, war das richtig? Ja, das war richtig. Sehr gut. Ja, also du spielst einen von den Seeleuten, die sie eben schon, wie eben schon beschrieben wurde. Was machst du denn im normalen Leben? Ich studiere Latein und Altgriechisch auf Lehramt. Da liegt das zwingend nahe, sich an einem englischen Theaterstück zu beteiligen. Ja, also ich bin ja auch eigentlich Sänger in zwei Rockbands hier und habe immer schon auf der Bühne gestanden. Und das Englische, ich habe mit 8 Jahren irgendwie meinen ersten Monty Python-Film gesehen und seitdem ist das Englische auch sehr präsent bei mir. Also deine Vorqualifikation hilft dir auch in gewisser Weise bei den Aufgaben, die das Stück an dich stellt? Ja, natürlich, Monty Python. Ne? Das vielleicht auch und ich meine auch das Singen. Ja, das Singen auf jeden Fall. Also wir haben sogar einige musikalische Einlagen. Also ich möchte jetzt nicht das böse M-Wort, Musical, in den Mund nehmen, aber es ist schon ein Musiktheaterstück im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne? Wie hoch sind denn so die Gesangsanteile? Naja, also mein Gesangsanteil, das lasse ich mal offen. Kann man vielleicht auch interpretieren, wie viel Gesang das so ist. Musste ich ja alles lernen, also die Kreatur kommt ja sozusagen als weißes Blatt auf die Welt und ob
da Gesang dabei ist. Schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall richtig, was Marc gerade gesagt hat. Also das ist kein reines Sprechtheater. Da kann man sich auf was freuen. Also keine prozentuale Angabe. Nee, das würde auch der Entstehungsgeschichte nicht ganz gerecht, denn das ist nicht nach festen Prozenten gegangen, sondern so, wie es funktioniert hat. Das hat sich auch im Prozess irgendwie der Entwicklung des Stückes verändert. Ja. Kreativ. Da können die alle ein Lied von singen, dass sich da sehr viel immer noch verändert hat und dann immer noch mal eine neue Idee kam und man könnte ja doch noch andere Dinge machen, und die aber alle sehr flexibel waren und immer sehr einsprungbereit. Nicht schlecht, da habt ihr einiges reingesteckt an Arbeit. Also wie viel Arbeit steckt in so einem Stück? Man kann das vielleicht gar nicht so richtig sagen, aber... ein paar Monate einziger Lebensinhalt. Naja, wie verträgt sich das mit dem Studium? Was studierst du? Ich studiere Psychologie und... Also auch nicht Englisch, also deswegen. Das ist richtig. Nee, es ist schon was anderes. Also es ist natürlich Psychologie in der Selbsterfahrung, das stimmt schon. Und vielleicht passiert es manchmal sogar, dass man sich ein paar Gedanken über sich selber macht, so als Mensch, das könnte sein. Das ist aber auch eine Funktion von Theater an sich. Eben drum. Insofern passt es hervorragend, aber es ist eine weniger statistische Herangehensweise auf jeden Fall. Und von dem zeitlichen Aufwand her kann man, also gerade wenn man Psychologie studiert, ich weiß nicht, ihr müsst viel lernen für Klausuren, das sind ja, glaube ich, sehr lernintensive Sachen. Geht das so easy? Oder wenn sie jetzt sagt, dass ihr euch ein Semester lang ausschließlich mit nichts anderem beschäftigt habt? Das zeigt sich in den kommenden Tagen, weil da spiele ich nämlich gleichzeitig und schreibe Klausuren. Und wie das funktioniert, das werden wir ja dann sehen. Wir dürfen gespannt sein auf die Ergebnisse. Sieht das bei dir? Vielleicht nicht veröffentlichen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, hier überhaupt mitzuspielen? Eigentlich schon relativ kurz, nachdem die Entscheidung für Hamburg gefallen ist. Du bist jetzt auch zum ersten oder zweiten Mal? Ja, genau, ich bin zum ersten Mastersemester hier. Habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall wieder Theater spielen und habe mir die Liste angeschaut von dem, was es gibt. Und habe mir, bevor ich mir noch irgendwelche Unitermine eingetragen habe, in den Kalender die Castingtermine eingetragen. Und man muss halt Prioritäten setzen. Vielleicht ist das so. Deine Klausurergebnisse werden zeigen, inwiefern. keine Ahnung, was da übergewichtet wird. Wie hast du denn den Weg zu den University Players gefunden? Also ich bin im ersten Semester und ich habe an meinem ersten Tag hier an der Uni so ein Heftchen in die Hand gedrückt gekriegt, so ein Orientierungsding, keine Ahnung. Und da stand drin, man kann hier auf Englisch Theater spielen. Und dann habe ich denen einfach mal eine Mail geschrieben. Ja, sehr komisch. Ja. Du hast die, wie soll ich sagen, die Flyer gelesen, die in der Mensa auf dem Tisch liegen, oder? Nee, nicht. Das war, ich weiß nicht, das war so ein Heftchen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stand das da drin und dann. So ein Erstsemesterheft oder irgend sowas. Ja, genau. Und dann funktioniert. Ja, die haben gesagt, komm zu den Auditions, wie jeder andere. Und ja, das habe ich dann gemacht. Ja, alles klar. Und bei dir? und bei dir, ich weiß nicht, also wenn du führst jetzt ja Regie, das ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht einer der anstrengendsten Jobs, also weil bei dir laufen alle Fäden zusammen, also ich will nicht eure Leistung schmälern, aber bei dir, wie soll ich sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bist du schuld. Ja. Genau. Du bist aber jetzt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal dabei. Nee, also es ist meine dritte eigene Regie und ich bin insgesamt seit, ich glaube, 3 Jahren hier dabei. Da muss man so ein bisschen reinwachsen, wenn man so Aufgaben wie Regie erfüllen will, weil man sich ein bisschen auskennen muss. Im Grunde genommen ja. Bei mir ging das sehr schnell. Ich habe nur eine Regieassistenz gemacht und durfte dann direkt Regie führen. Und das war Zufall und Glück und überhaupt waren die Götter mir sehr wohlgesonnen. Ja. Und wie oft machst du es nochmal? Nach deinem dritten Einsatz? Du bist ja anscheinend eine Serientäterin. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, dass es bei mir dann demnächst mal in professionellere Wege geht. Also du willst auch professionell Theaterregie. Das wäre schön, ja. Man muss sowas ja vorsichtig formulieren, aber... Ja, viel Glück. Wenn es schief geht, wir wissen, wer dich therapieren kann. Alles klar, ja, das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dass ihr heute hier wart und Zeit für das Interview hattet, nach der Probe noch. Also, und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder.